Hallo Leute, willkommen zum zweiten Teil dieser etwas längeren Mission, nämlich den Konvoi retten, den wir leider nicht mehr retten können, weil er vernichtet wurde. Wir müssen uns jetzt auf den Weg zur Midway machen und uns wahrscheinlich dann noch durch drei Nav-Points durchschlagen. Nur mal zur Info, hier sind die zerstörten Transporter von dem Konvoi, die wir leider nicht retten konnten. Das, so würde ich es aber jetzt mal interpretieren, ist vom Spiel so vorgesehen, dass wir die nicht retten können. Also fliegen wir weiter. Das dürfte jetzt Nav 5 sein und hier sollte eigentlich die Midway auf uns warten, wenn ich das richtig verstanden hatte. Fliegen wir weiter. Hier ist wohl auch nichts. Oh, sieht nach Kilra aus. Also fliegen wir zum Nav 7 und ich hoffe, da ist die Midway. Oh ja, da ist... Lass mich mal! Sunflower. Alle Piloten zurück zur Midway. Wir werden angegriffen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Wir kommen. Kann man sich hier nicht mal ein bisschen ausruhen? Ich bin heute nicht gut drauf. Seht her, ihr werdet gerecht. Du bist ein Moray. Jawohl. Hallo Moray. Es gibt kein wahres Ende. Maestro macht sich zum Schuss bereit. Das ist gut. Wo bleiben Sie denn, Flügel Alpha? Wir brauchen Sie ganz dringend hier. Warum wehrst du dich? Bin schon da. Ach so, hier ist gar nicht die Midway. Ach so. Ich dachte, hier wäre die Midway und hier müssten wir sie beschützen. Nein, die ist woanders. Das waren welche, die uns abfangen sollten. Deren Bomber dürfen nicht so nahe kommen. Verstanden. Gleich geht es los. Macht euch bereit. Lieutenant Casey, die Startkontrollen sind beschädigt. Deswegen können wir keinen weiteren Jäger rausschicken. Helfen Sie bis auf Weiteres dem Black Widow-Geschwader. Chief, wir brauchen die Startkontrollen und zwar so schnell wie möglich. In 2 Minuten oder weniger sind 2 Geschwader soweit. Das muss weniger werden. Lieutenant, wir erhalten Treffer auf allen Seiten. Verteidigen Sie die einzelnen Bereiche der Midway. Ja, du bist lustig. Tankschiff, halten Sie bis zum Ende der kritischen Situation noch mehr Distanz. Casey, machen Sie schon. Erledigen Sie die Gegner in unserem Rücken. Ja, hallo. Dein Tod steht dir unmittelbar. Mach die Waffen bereit und greift an. Bestimmt. Du bist scheiße für unsere Ziele. Feindliches Schiff zerstört. Hier wird deine Lebenslinie zu. Jetzt musst du beweisen, was du kannst. Unmöglich. Nicht unmöglich, sondern wahr. Ich versuche jetzt mal mich auf diese Mantas zu konzentrieren, weil ich glaube, das sind die Bomber, um die es hier geht. Oder ich irre mich. Frag mal, was fliegt der zusammen? Versagt. Schön. Jetzt musst du beweisen, was du kannst. So. Ah, da ist der nächste. Das ist schön, diese ganzen Morays gehen alle auf mich. Ab in den Müll. Ab in den Müll. Den erwisch ich. Dein Tod steht dir unmittelbar. Deiner auch. Ich habe versagt. Jawohl, hast du. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben nur noch solche Typen hier. Wenn ich den jetzt auseinanderschieße, dann kommen da 3 von denen. Äh,
Dann kommen drei von diesen kleinen Teilen da raus. Ich weiß nicht, wie man mit denen so richtig umgeht. Warte, bis ich soweit bin. Ach, geht doch mir aus der Schusslinie, Mann. Hab ich dich. Ich bin heute nicht gut drauf. So, wo seid ihr denn da? Ziel eliminiert. Einsatz ausgeführt. Jawohl. Tata! Ein großer Erfolg für die Konföderation. Alpha 1 erbittet Landeerlaubnis. Flying Flügel, Standardformation einnehmen. Sehr gute Arbeit, Casey. Doch das nächste Mal bleiben Sie näher an der Basis. Ach übrigens, die Redeemer hat sich gemeldet. Es ist furchtbar wegen der Transporte, aber da konnten Sie gar nichts tun. Das ist schön zu hören. Dann fliegen wir mal an Bord. Puh. Jawohl. Rachel. Gute Arbeit, Pilot. Sieht so aus, als wären Sie dafür geschaffen. Aha. Wir bekommen wieder aufmunternde Sprüche von Rachel. Konvoi treffen und diskutieren, die sie bitte verteidigen. Beendet. Feindliche Jäger vernichten, beendet. Need Games Bonus, keine. 89%. Na, da bin ich jetzt mal zufrieden damit. So, dann haben wir hier Finlay. Mit Finlay sprechen. Das machen wir doch. Nehmen wir einen Drink mit Finlay, hm? Na, einen harten Tag gehabt? Nein. Läuft alles super. Wieso? Weil ich noch nie jemanden gesehen habe, der solche Mengen trinkt. Und es überlebt. Wollen Sie es noch einmal sehen? Schon gut, schon gut, schon gut. Was stimmt nicht? Sie wollen wissen, was nicht stimmt? Einfach alles. Die Wissenschaftsabteilung weiß nicht, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben nur ein paar unbekannte Kontakte, ein paar tote Katzen und eine seltsame Geschichte über das Ende der Welt. Was soll man denn damit Moment anfangen? Mal. Das Ende der Welt? Das Insrack der Kilrathi. Oh ja, davon habe ich gehört. Zero sagt, es bedeutet Dunkelheit. Nicht nur Dunkelheit, es bedeutet das Böse. Wir haben in den Archiven nachgeschlagen. In einer Kilrathi-Prophezeiung über das Ende der Welt ist das Anthrak von zentraler Bedeutung. Aber war denn damit nicht die Zerstörung von Kilra gemeint? Ich will Ihnen ja wirklich nicht mit Aberglauben kommen, mein Junge, aber laut den Kilrathi war das erst der Anfang. Die Prophezeiung meint nicht nur ein Armageddon, so wie wir es verstehen. Das Ende der Welt bedeutet für sie das Ende jeden Lebens. Das Ende von allem. Haben Sie darüber mit dem Captain gesprochen? Nein. Er will antworten, keine Geistergeschichten. Es kommt noch schlimmer. Wir haben versucht, einen Funkspruch an eine nur wenige Systeme entfernte Sternbasis der Konföderation zu senden. Aber die Verbindung durch den Jump-Punkt wurde gekappt. Tja, und das bedeutet, dass die Relaisfunkstation im Harass-System natürlich nicht mehr in Betrieb ist. Nicht schlecht, mein Junge. Ich würde gerne etwas wissen. Was hat ein Lieutenant Commander zwischen all den Piloten hier verloren?
Tja, ich denke, Adrenalin und Testosteron haben mich schon immer mehr gereizt als Blechorden. Wissen Sie, eine verdammt kluge Person hat mir mal gesagt, das sei eine gefährliche Kombination. Ja. Alle Piloten sofort zur Einsatzbesprechung. Also dann. Hey, Casey. Wir gewinnen langsam Freunde dazu. Das ist sehr cool. Wir sollten ja zur Einsatzbesprechung kommen, aber diese Einsatzbesprechung machen wir erst beim nächsten Mal. Ich weiß, der Part ist jetzt etwas kürzer, aber der letzte Part war schon sehr, sehr lange und deswegen mache ich jetzt einen Cut. Und dann, alles wissenschaftliche Personal bitte sofort auf dem Forschungsdeck. Und dann werden wir uns mit der Einsatzbesprechung im nächsten Part herum ärgern. Also, bis dann. Ciao.